Ah, der Sidorenko, der kriegt das schon gut hin. Mit. Ja, und das ist natürlich stark. Wieder der lange Aufschlag. Und mit dem ersten macht er es. Satzausgleich. 11-7. Ah, das war natürlich. Aber dann darf er. ...2-1, die Satzführung für Wladimir Sidorenko, und das ist verdient, weil er der aktivere Spieler ist. Tsuboi jetzt aggressiv. Folgerichtig jetzt der 11-6. Das ist der Satzausgleich, das heißt gleich im ersten Spiel des TTC OE Bad Homburg geht es über die volle Distanz gleich in Satz 5. Ah, der Start für Tsuboi im fünften Satz. Und Sidorenko für den Neu-Ulmer jetzt dran zu bleiben. Und das macht er. Tsuboi kommt mit den ganz starker Ballwechsel, der mit Abstand beste Ballwechsel dieses Spiels. Lange Rallye. Sidorenko befreit sich da ein, zweimal richtig gut. Aber Tsuboi dann mit der besseren. Und mit dem ersten macht er es 11-4 im fünften Satz. Damit geht der TTC OE Bad Homburg mit 1-0 in Führung. Sidorenko macht ein gutes Spiel, aber am Ende reicht es nicht. Tsuboi gewinnt letztlich verdient.